Herzlich willkommen zu unserem Workout Kickstart Energizer für einen Power-Tag. Dazu stellt ihr euch auf die Matte. Wir fangen mit einer Mobilisationsübung an für den Oberkörperbereich. Wir nehmen beide Arme nach oben und machen uns lang. Dabei im Wechsel die Schultern nach oben ziehen und die Handflächen in Richtung Decke. Die Beine bleiben ruhig dabei und versucht euch richtig lang zu machen und gleichmäßig zu atmen dabei. Das Ganze machen wir auch zur Seite, nehmen dabei die Arme rechts und links und neigen den Oberkörper in die eine Richtung und in die andere. Auch hier bleiben die Beine wieder ruhig und ihr versucht euch wieder richtig lang zu machen und die Handflächen weg vom Körper zu drücken. Sehr schön. Die nächste Übung ist für unseren Rumpfbereich. Dazu nehmen wir die Arme locker in die Seite und fangen zunächst an, das Becken zu kreisen, die Knie dabei locker lassen, die Beine etwa hüftbreit aufstellen, Arme und Schultern sind ganz locker, wir wechseln die Richtung zur Mobilisation. Machen wir als nächstes eine Beckenkippung von rechts nach links. Die Arme bleiben in der Seite, ganz entspannt. Und wir lösen die Arme, lassen die einfach ganz locker hängen und ziehen die Schultern nach oben und lassen sie fallen. Fünfmal das Ganze. Und dann nehmen wir die Schultern noch im Wechsel hoch, tief. Dabei die eine Seite hochziehen und die andere richtig nach unten drücken. Die Hand in Richtung Knie ziehen. Wunderbar. Zuletzt nehmen wir den Kopf nach unten und kreisen ihn vorm Körper zur einen und zur anderen Seite. Zehnmal das Ganze. Die letzten zwei. Und zur Mitte. So, jetzt sind wir aufgewärmt. Wir nehmen die Beine etwas mehr als hüftbreit, die Arme seitlich und wir gehen nach unten in die Kniebeuge und springen zusammen und gehen wieder tief. Die Arme gehen nach vorne und gehen wieder zur Seite an den Körper. Leichtes Springen genügt. Versucht dabei, die Beine leise aufzusetzen und den Rücken beim Tiefgehen gerade zu lassen. Und ein letztes Mal haben wir noch. Und lösen. Die nächste Übung, dazu nehmen wir ein Bein nach hinten. Wir bleiben mit dem Bein auf dem Fußballen stehen. Das andere Bein steht mit dem ganzen Fuß auf der Matte. Und wir gehen jetzt nach unten in einen Ausfallschritt und nehmen den Fuß nach vorne und machen einen kleinen Kick. Wir ziehen dabei die Arme von oben zum Körper ran und versuchen hinten wieder in die Position, das Bein aufzusetzen. Je weiter ihr nach hinten runter geht, umso anstrengender. Wichtig ist jedoch, dass ihr versucht, immer wieder in die Position zu kommen und das Gleichgewicht zu halten. Zweimal noch und ein letztes Mal nach vorne.
Da wir zwei Beine haben, machen wir das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Vorne das Bein wieder komplett aufstellen, hinten auf den Fußballen. Und dann geht es nochmal los. Nach vorne. Ein kleiner Kick. Und wieder nach hinten. Ja, da kommt man gleich richtig ins Schnaufen. Da wird man wach für den Tag. Und dann geht es euch richtig gut danach. Die Hälfte haben wir. Und wir machen noch dreimal. Noch zweimal. Und ein letzter. Sehr schön. Und dann sind wir schon bei unserer letzten Übung angelangt. Wir gehen wieder in eine leichte Grätsche, nehmen die Arme vom Körper zusammen, drücken die Handflächen aneinander und starten zunächst mit einer Rotation von der einen zur anderen Seite. Große Bewegung, den Kopf mitnehmen und dann machen wir das Ganze langsam immer kleiner werdend und steigern die Geschwindigkeit, bis wir am Schluss vorne angelangt sind mit ganz kleinen, schnellen Bewegungen. Wichtig, die Schultern tief lassen dabei, den Kopf gerade und den Druck auf den Handflächen nicht vergessen. Und dann werden wir wieder langsamer und gehen wieder in eine große Bewegung und lösen die Arme und dann sind wir fertig. Dann hoffe ich, ihr seid alle fit und startet gut in den Tag. Es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne auch unseren Channel abonnieren, da gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.